Herzlich willkommen zu einem weiteren Filmfest Bremen Talk in unserem virtuellen Studio. Mein Name ist Marc Siefrin, ich bin der Master der Organisation beim Filmfest Bremen und ich begrüße jetzt ganz herzlich aus Wien zugeschaltet Stefan Langthaler mit seinem Kurzfilm Neuzeit. Herzlich willkommen, Servus Stefan, nach Wien. Ja. Hallo und vielen Dank für die Einladung natürlich. Servus. Servus. Du kannst nächste Woche leider nicht dabei sein, wenn das Festival startet. Deswegen führen wir jetzt vorab dieses Gespräch. Die Komödie heißt Neuzeit und es ist eine Komödie mit etwas leiseren komödiantischen Tönen. Es ist man könnte es fast sogar schon als Buddy-Movie bezeichnen, weil ein ungleiches Paar gemeinsam auf Wanderschaft geht, obwohl sie Vater und Sohn sind. Und jetzt habe ich eben gerade in deinem Hintergrund gesehen, da hast du ein anderes Buddy-Movie-Paar an der Wand hängen, Bud Spencer und Terence Hill, die natürlich dann in einer Generation sind. Jetzt in deinem Film sind es Vater und Sohn, die aber in den letzten Jahren nicht allzu viel Kontakt hatten, weil die Eltern getrennt leben und der Vater weiter weg lebt, auch Österreicher ist und der Sohn lebt vielleicht irgendwo anders, jetzt dem Dialekt nach zu urteilen vielleicht. Ja. Und die beschließen dann aber gemeinsam ein Wochenende in den Bergen irgendwo in den österreichischen Alpen zu verbringen. Was war die ursprüngliche Intention bei diesem, ich nenne es jetzt wirklich mal Buddy-Movie? Also ich muss mal dazu sagen, mein vorheriger Film war ein absolutes Drama. Also das Genre-Drama, nicht, dass er so schlecht war, der Film. Ja. Und ich hatte dann einfach wirklich Lust, vor allem weil in diesem Film, in Fabio hat er geheißen, da gab es ein paar Szenen, die Humor hatten. Und es war bei den Screenings so eine starke Freude, dass die Leute lachen zu hören, dass ich mir dann zum Ziel genommen habe, einmal wirklich eine Komödie zu schreiben. Und ich wollte unbedingt mit dem Nils Hohnhöfel, der den Sohn spielt, und mit dem Simon drehen und habe dann eigentlich wirklich mit den beiden im Kopf diese Geschichte geschrieben. Und ein bisschen ein Vorbild, einer meiner Lieblingsfilme ist Sideways von Alexander Payne, der auch mit einer eigentlich sehr, sehr einfachen Geschichte, also die feiern eigentlich nur, dass der eine bald heiratet und sie so einen Junggesellenabschied und fahren in die Weinberge und dann tun sich eigentlich dann die großen Lebensfragen auf. Und ich wollte halt auch mit so einer Leichtigkeit trotzdem dann ernste Themen verhandeln. Und das Setting des auf den Berggehens hat mir sehr gut gefallen. Und das ist dann eigentlich so entstanden. Ich war auch relativ schnell, muss ich sagen, mit dem Drehbuch fertig. Und es ist auch natürlich eine persönliche Geschichte, weil das Verhältnis hat schon mit meinem Vater und mir auch ein bisschen zu tun. Also ich hoffe, also ein er sieht bisschen das Video autobiografisch nicht, geprägt, meinst du? Es ist schon autobiografisch geprägt. Ja. Mein Vater hat den Film noch nicht gesehen. Ich bin gespannt auf die Reaktion. Muss ich jetzt mal ganz intim fragen. Also der Kontakt zu deinem Vater ist auch eher ein bisschen mehr distanziert. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also wir haben sogar ein sehr, sehr gutes Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis. Aber halt, wenn es dann geht um diese großen persönlichen Fragen, die so in einer Beziehung dazwischen stehen, die verhandeln wir halt auch nicht wirklich aus. Mhm. Ja. Der Titel des Films, Neuzeit, wird eigentlich gleich schon am Anfang thematisiert, als sie gerade gemeinsam ins Auto gestiegen sind und in die Berge losfahren. Und es ist so ein bisschen so diese Frage, das Glas ist schon halb leer oder das Glas ist noch halb voll. Weil der Sohn thematisiert so diese Gedanken, die der Vater gerade äußert, als Endzeitstimmung, aber er entgegnet, nein, 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 das ist jetzt die Neuzeit, das ist der Aufbruch, das ist das neue Leben, das Lossagen vom Stress und irgendwie das Leben jetzt in vollen Zügen genießen und nicht immer so durchhasten, denn für sämtliche Aufgaben und sämtliche Pflichten ist das Leben viel zu kurz und man muss jetzt auch einfach mal genießen können. Ist das dann immer so ein, in deinen Augen vielleicht so ein Punkt, wo man dann auch erst mit einem gewissen Alter, sodass der Vater dann halt auch so dieses Thema so betrachtet, dass man mit einem gewissen Alter vielleicht die Perspektiven wechselt? Denn später in deinem Film gibt es dann noch eine Rückkehr sozusagen oder eine Wiederaufnahme dieses Gesprächs
Und wo der Vater dann nämlich über seinen Vater redet. Das heißt, wir reden dann plötzlich über drei Generationen. Ja. Und er hat versucht, alles anders oder vieles anders und das meiste besser zu machen als der eigene Vater. Und er hat es getan, so gut er konnte. Und der Sohn mit der nächsten Generation hat dann aber auch wiederum ein Problem. Aber ist das vielleicht eher auch so eine Wandel der Generationsfrage, dass man so, was den Austausch angeht miteinander, dass man dann im Laufe des Lebens immer ein bisschen stiller wird und immer weniger gewisse Fragen auch diskutiert oder debattieren möchte, weil für einen selber diese Fragen schon längst geklärt sind, aber der andere sich diese Fragen ja noch erarbeiten muss? Erstens einmal finde ich das total schön, welche Gedanken du dir dazu gemacht hast. Das ist urcool. weil es ja auch mein erstes Gespräch über den Film, deswegen finde ich das gerade ein bisschen schön, auch so Feedback zu bekommen. Und dann muss ich sagen, ja, also eben dadurch, dass es halt um ein bisschen die Beziehung zu meinem Vater geht und eben auch um meinen Opa, steckt wirklich sehr, sehr viel davon drinnen, von dem, was du gesagt hast. Also dass die eine Generation wie die auf die andere blickt und Rückschlüsse aufs eigene Leben zieht und versucht dann auch gewisse Dinge anders zu machen, aber natürlich irgendwie dann doch auch gefangen ist in dem in der eigenen Persönlichkeit oder ja, in dem, was sie erlebt hat. Und es ist ja auch eben so, also der Sohn einerseits versucht anders zu sein als der Vater, aber irgendwie steckt er ja auch eben, ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt alles besser macht und er jetzt so gern über sich redet. Ne? Das hat halt diesen Punkt dann gebraucht, dass er das endlich mal wagt, aber in Wirklichkeit, wenn es dann am Ende ausgesprochen ist, ist ja er der dann eigentlich sehr schnell wieder blockiert, wie der Vater dann sagt, und jetzt könnten wir dann auch mal gemeinsam fortgehen, da ist ja dann der Sohn wieder, der Nein sagt. Also es ist irgendwie so, einerseits will er was und andererseits kann er nicht. Und ja, das mit dem Gefühl, wie schnell das Leben vergeht, das ist auch ein Dialog, den ich mit meinem Vater wirklich hatte. Also diese Erkenntnis von ihm, dass er jetzt in einem Alter ist, in dem halt, wo er sich sehr, sehr stark daran erinnern kann, wie der Opa erst dort war. Ne? Und es ist ein sehr erschreckendes Gefühl, offenbar. Und das wollte ich da reinbringen, weil ich dieses Bild so schön fand, das mein Vater damals formuliert hat. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt so dieses Große und Ganze, immer so dieses Alpha und Omega des Lebens sieht, hat man so das Gefühl, der Vater auf der Wanderschaft, der will jetzt eher so diese Kleinigkeiten betrachten. Die sind wichtiger, die sind schöner, weil man für sich persönlich, glaube ich, mehr herausziehen kann an Glückseligkeit, wenn man sich an den kleinen Dingen des Lebens erfreut. Und deswegen redet er dann ja zum Beispiel auch über Details aus der Natur und aus der Umgebung, was er betrachtet, und kommt dann halt auch auf diese Pilze und hält da seinen kleinen Monolog über einen Pilz, der größer ist als 20 Fußballfelder zusammen. Ja. Und der Sohn fragt sich, warum muss ich dem Ganzen jetzt eigentlich gerade meinem Ohr leihen? Weil das ist nicht mein Thema. Also es sind sehr viele absurde Situationen drin und man merkt, am Anfang ist so ein bisschen Disharmonie im Ton und im Gespräch. Aber es wird wärmer zwischen den beiden. Und es ist auch nicht so, dass der Sohn die ganze Zeit unverstanden war vom Vater, obwohl er sich so gefühlt hat. Und das kommt am Ende sehr schön rüber. Und das ist dann ein sehr warmherziger Film. Also ich danke dir dann dafür, dass du diesen Film eingereicht hast und der dann auch glücklicherweise ja von unserer Sichtungskommission selektiert und ausgewählt wurde, um im Wettbewerb zu laufen. Und er läuft jetzt im Wettbewerb Humor, Satire im Bereich der mittellangen Filme. Mhm. Und da wünsche ich dir dann einfach ganz viel Erfolg, dass die Jury dann auch sich deinem Film dann intensivst widmet. Und das Urteil werden wir dann am 24. April bei der Preisverleihung erleben. Also Stefan Langthaler aus Wien, ich danke dir für deinen Film Neuzeit und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei allen weiteren Projekten und viel Spaß beim Screening mit deinem Vater. Ja, vielen Dank. Werde ich haben. Alles klar, dann Dankeschön und bis zum nächsten Festival vielleicht. Ja, okay, passt. Ciao. Ciao. Liebe Grüße nach Bremen.